Anna und Anas, seit 2 Jahren sind sie ein Paar, leben hier in Berlin. Sie kommt aus der Ukraine, er floh im Jahr 2015 aus Syrien. Erst im vergangenen Jahr haben sie gemeinsam Kiew besucht. In diesen Tagen des russischen Angriffs auf die Ukraine weint Anna angesichts der Bilder aus ihrer Heimat. Anas weiß, wie sich das anfühlt. Wie schwer ist das, bevor man schläft oder Videos schaut, wie die armen Zivilisten, die keine Waffen haben, getötet sind? Und helfe ich Anna, das empfehle ich Anna, nicht viel Nachrichten zu schauen, ansonsten wird ihr immer schlimmer. Weil ich habe ja Anna kennengelernt und ich wollte mich so meine Erinnerung vergessen, damit ich mich abschalte und weil sie so ein toller Mensch ist. Jetzt, wir erleben das die gleichen Probleme und wir sollen auf jeden Fall immer stark bleiben. Ich frage tatsächlich nach Erfahrung, weil das war auch sehr schwer in Syrien, die Situation. Und geben wir so Tipps, wie kann man sich abschalten oder wie kann man helfen oder wie muss man einfach sich zwingen, nicht jede Sekunde darüber zu denken, weil das ist sehr schwer, ein normales Leben zu führen. Also jetzt hat keine Ukraine ein normales Leben. Hinter ihrem Schmerz stehe dieselbe Person, so Anas. Unser Feind ist der gleiche. Putin hat unglaublich Bashar Assad viel unterstützt. Er hat Luftangriffe organisiert, Heimatland zerstört. Und er macht das gleiche jetzt in der Ukraine. Und ich möchte jetzt nicht, dass ich nochmal erlebe, wie das der Menschen sich hier anfühlen, weil wir sind Syrer, wir haben viel erlebt in Syrien und nochmal das Gleiche jetzt nochmal innerhalb Europa zu erleben, ist wirklich schlimm. Und dann macht Anna etwas, das ihr Kraft gibt. Sie stellt eine Verbindung in die Heimat her. Am anderen Ende in Kiew ein Freund seit Kindertagen. Er transportiert Futter für Hunde und Katzen, die zurückgelassen in den Straßen der Hauptstadt herumlaufen, so sagt er. Wir stehen auf eurer Seite. Er bringt jetzt Essen für die Tiere. Also viele Leute haben Wohnungen verlassen. Der kurze Austausch endet, trotz allem mit einem Lächeln und den Worten: Lang lebe die Ukraine.